Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einer neuen Gameplay-Review bzw. einer zweiten Gameplay-Review zu Yu-Gi-Oh! Legend of Duelist. Und ich hatte euch ja im letzten Video schon gesagt, dass ich das mit dem Blue Hunter von Multigenre Gaming zusammen machen will. Der ist auch anwesend. Moin Moin, aber ich muss dich korrigieren, es heißt nicht Legend, sondern es heißt Yu-Gi-Oh! Legacy of the Legacy, Duelist. ja. Ich habe jetzt nur die Hälfte gelesen, ich habe es überflogen. Blue und ich hatten das schon mal aufgenommen. Die Aufnahme konnten wir aber nicht verwenden, weil ich Stocken verstanden, Ton hatte, Blue hatte Stocken Ton und das war scheiße. Und ja, deswegen nehmen wir das jetzt hier einfach nochmal neu auf. Würde ich Richtig. jetzt mal so sagen. Wieso habe ich denn jetzt keinen Ton von der PlayStation? Ja, und. Ach, jetzt habe ich Ton, jetzt habe ich einen zu lauten Ton. So, machen wir mal Ton runter. So, beliebige Taste drücken. So, wir gehen erstmal auf Option, gucken, ob das gespeichert ist. Ich habe nämlich hier bei Einstellungen den Ton extra auf einen Balken und hier drei Balken, damit er uns vernünftig hört. Und dass die Ja. Effekte halt nicht zu laut sind, aber man halt trotzdem was hört. So, Richtig. und wir gehen jetzt einfach mal auf Multiplayer. Wir gehen auf Multiplayer. Nee, nicht Ranglisten, Scheiße. So, Multiplayer. Aber Ranglistenspiel kann man nicht jemanden suchen. So, und dann gehen wir hier oben. Lassen wir einzeln. Wir machen einen privaten Slot. Kein Zeitlimit. Ja. Und kann ich jetzt hier, wie kann ich denn jetzt hier mein Deck auswählen? Ah, da. Okay. Anfangsdeck, Basisdeck. Ich habe, glaube ich, das Anfangsdeck bearbeitet, oder? Ja, das ist Stack bearbeitet. Dann nehmen wir einfach mal Ditte. Und jetzt erstellen wir Ditte. Und jetzt müsste nach einer kurzen Ladephase kann ich dann den Blue einladen. So, da haben wir es. Da gehe ich hier einfach drauf und drücke Viereck. Gehe auf Online-Freunde. Wo haben wir denn den Multigenre? Da haben wir ihn doch. Und den laden wir jetzt ein, den Vogel. Na, 80%, du mich auch. 100%. So. Zeitbeschränkung 5 Minuten? Ich habe da ja keine Zeitbeschränkung drin gemacht. Ja, dann heißt es, wenn es halt 5 Minuten, dass du 5 Minuten Zeit hast, deinen Zug zu überlegen und zu Fünf beenden Minuten. und. Keine Zeitbeschränkung, ja. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Ich muss dich gleich nochmal einladen. Ja, mach ich. Jetzt steht auch keine Zeitbeschränkung. Okay, dann hau die Einladung raus. Keine Ahnung, was da eben schief. Habe ich da doch irgendwie was aus Versehen eingestellt? Wenn, dann habe ich es nicht mit Absicht gemacht. So, 80% und 100 und der Taste und das müsste jetzt. Ja, ist da. Jo. So, beitreten. Weil ich habe das erste Mal mit der Avamedia aufgenommen. Aber die frisst zu viel Ressourcen. Wenn ich Avamedia anhabe und gleichzeitig in der super Qualität halt aufnehme und gleichzeitig halt Teamspeak anhabe und aufnehme. Ja, das ist dann halt. Und dann Online-Spiele, das ist dann halt ein bisschen zu viel für den Laptop. Und jetzt hier mit Hauptaugg klappt das ein Stück besser. Ich habe jetzt Hauptaugg an, ich habe Skype an, habe sogar ein Video mit dem Blue an und habe Teamspeak an, habe Firefox noch an, das E-Mail-Programm noch an. Also, ja, klappt schon, frisst ein bisschen weniger Ressourcen. Also, so, wir machen mal Ja, starten. kannst ja wiederum ja im Taskmanager ja schauen, wie viele Ressourcen der frisst. Der war eigentlich ja nicht mal so hoch bei der Avamedia, aber trotzdem hat es irgendwie nicht so. Oh, passt schon. So, fangen wir mal an. Eigentlich hättest du ein anderes Deck nehmen müssen und nicht wieder dein High-End-Deck, weil da hast halt doch wieder keine Chancen, ey. Ach, es geht, sag ich mal. Sieh ich schon kommen hier, du Fohl.
Echt? Oh. 1100, ja, wie soll ich denn da machen hier? Ja, warte auf, was für Karten du hast. Aber erstmal aktiviere ich die. Ja, dann sag mal, was du drauf hast. Ja, okay. Warte mal, muss ich mal gucken, was hatten die? Details. 7-7. Hat die. Details siehst du auch links im Bildschirm. So, okay, dann setzen wir die. Okay. Willst wohl schnell machen. Na, ich will das mal testen mit dieser komischen Beschwörung. Ja, wie gesagt, wenn ein Fusionsdeck so einen Wirbel aufzeigt. Wo sehe ich denn den Wirbel? Aber. Nö, bis jetzt sehe ich den Wirbel. Ja, wenn du dran bist, siehst du hier einen Wirbel. Mal gucken. Weil das ist ganz neu für mich. Na klar, ist So, wa ein wartet jetzt schon? neues Spiel. Ah ja, da ist das Büschel noch dran. Oh, hab ich ganz vergessen. So, dann einmal Weil das mit der hier. diesen Pendelbeschwörung ist ganz, ganz neu. Och Mann! Ja. Ich wollte mal eine Pendel machen. Ich wollte mal ein Pendel machen. So doof. Ey, wer hat hier jetzt einen auf dicke Hose gemacht, der direkt von voll keine los wollte? So, ein Vers. Mal schauen, was ich bekomme. Oh, die können wir auch so machen. Ah, ja. Ich sag mal nicht schlecht, sag ich mal. Na, ich muss ja hier ein bisschen. Ajo, mach ruhig, mach ruhig. Solange diese Karte auf dem Spielfeld liegt, beide Spieler können Fusion. Achso, kann Fusion packen. Ich okay, Monster. Ja, sie ist Lucky, sehr stark an Tigger, Fusionstoren. komm her hier. Ja, das Fusionstor. Tigger! Habe ich mal Rin gemacht, obwohl ich nicht mal richtig Fusionsmonster habe, eigentlich, glaube ich. Bin mir nicht sicher. So, fangen wir so an. Tigger! Ich weiß nicht, was mein Kater ist. Der jault hier die ganze Zeit. Was jaulst du denn? Was hast du denn? Na komm her hier.
Komm. Eine ganz komische Anwandlung. Ja, die war auch komisch. So. Wie er sich immer verteidigt, der Junge. Ja, mir bleibt nichts anderes übrig. Ich habe da zwar eine Karte, die will ich aber nicht legen. Die will ich mir auf der Hinterhand halten, falls da wirklich was kommt von dir. Ah, kann ich mir gut vorstellen, was das ist. Boah, macht nix. Was denkst du denn, was das ist? Na, Spaß, das Loch, was denn sonst? Nein, die ist es nicht. Ah, cool. Setzen, zack. Sind 1000, sind 2000, 3000, 3000 noch was. Ja, gut. Also, nach der. Also, wenn ich die jetzt nicht packe, dann habe ich A-Karte. Will ich zwar gar nicht. Mach, dann verliere ich halt, aber die hebe ich nicht einfach so. Die lege ich nicht einfach so. Da verliere ich lieber. Die Strategie will ich nicht verraten. Oh, echt? Ja, wir spielen ja noch eine Runde. Muss man ja gewappnet sein. Oh, was habe ich denn hier Schönes? Was haben wir denn hier? Setzen. Scheiße, ich kann die nicht packen. Ich kann die nicht packen. Ich habe kein Monster, was ich als Tribut packen kann. Oh, es nervt. Es ist echt nervig. Es ist richtig, richtig nervig, wenn du hier gute Monster auf der Hand hast und du kannst sie nicht packen, weil du die nicht beschwören kannst, weil du nicht ein Monster hast, was du als Tribut opfern kannst. Boah, ja, ist klar. Ist klar. Wieso ist klar? Obelisk. Wusste. Ich wusste es. Ich wusste es. Willst du Slifer auch noch rufen und Ra? Können die gerne auf Zeit machen, dann kannst du hier rufen. Warum sollte ich? Was haben wir denn hier? Was ist denn das? Ach, kann ich auch nicht packen. Scheiße. Machen wir zack. Ach, den Nachelfer. Ja. So, und dann Battlephase. Angriff. Hast verloren. Wieso? Der hat doch. Eigentlich hätte er doch jetzt das. Du hast den Effekt übersprungen. Ich hab den Effekt übersprungen? Nee. Ja. Ich soll. Die ist doch eigentlich. Du brauchst ihn. Nachelfer brauchst du nur packen und dann greifst du an und dann übernimmt er die Punkte von dem, den du angreifst. Nö, wenn du Nachelfer aufs Feld legst, da musst du eine von den Gegnerkarten aussuchen, der die Punkte übernehmen soll. Das hat er mir ja nicht angezeigt.